und Herren. Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln. Deswegen habe ich heute ein Corona-Sonderkabinett einberufen, damit wir vor Weihnachten noch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen erreichen können, um der Corona-Gefahren, Corona-Herausforderung noch besser zu begegnen. Die Bilanz der letzten Wochen ist sehr gemischt. Das kann man mit den heutigen Zahlen merken. Der national vereinbarte sanfte Lockdown hat eine Wirkung, ja, aber er ist wie ein sanfter Lockdown so ist, er hat auch nur eine milde Wirkung. Er hat die exponentielle Wirkung nach oben gebremst, das ist richtig, aber nur das. Negativ ist zu sagen, es geht einfach nicht runter. Wir haben im besten Sinne eine Seitwärtsbewegung, sogar an einigen Stellen trotzdem wieder mit leicht steigenden Zahlen in Deutschland, aber auch bei uns in Bayern. Das bleibt dabei, die Zahlen sind einfach zu hoch. Die Zahlen müssen runter, um keine Überlastung des Gesundheitssystems zu erreichen. Denn die droht bereits jetzt. Viele der Betten der Krankenhäuser in Bayern sind voll. Bereits jetzt überlegen wir, Überlast- und Überlaufsysteme zu entwickeln. Zum Beispiel in Nürnberg wird es ab morgen auf den Weg gebracht. Wir haben also eine Überlastung des Gesundheitssystems. Zudem steigen die Todeszahlen stark an. Alle 4 Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona. Alle 4 Minuten. In Bayern sind es alle 20 Minuten. In nur einer Woche sind in Bayern 474 Menschen an Corona gestorben. Wenn man das alles hochrechnet und sich weiterdenkt, dann wäre es eine moralisch nicht zu vertretene, ethisch nicht zu vertretene Handlungsweise, es einfach weiter laufen zu lassen, wenn man sieht, dass die alleinige bisherige Maßnahme nicht ausreichen. In Bayern sind derzeit fast 60.000 Menschen aktuell erkrankt an Corona. Das ist die höchste Zahl in diesem Jahr. Und das alles ist, dass noch die große Herausforderung der Weihnachtsferien dann in 3 Wochen vor uns stehen. Weihnachtsferien mit entsprechenden Festen und mit relativ viel Bewegung. Daher glaube ich, reicht es nicht nur einfach, das Ganze dahin dämmern zu lassen. Wir müssen etwas tun. Ich bin fest überzeugt davon. Wenn man überzeugt ist, dass man handeln muss, dann muss man es zum richtigen Zeitpunkt tun. Und das tun wir jetzt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen der Freien Wähler heute wieder für das gemeinsame Handeln. Wir brauchen kein endloses Stop and Go, wir brauchen keinen Halbschlaf, sondern wir brauchen jetzt am Ende ein sehr konsequentes Handeln. Lieber kürzer und klarer, mit mehr Perspektiven dann, als ein endlos Verlängern. Keiner kann sich vorstellen, dass die jetzigen Maßnahmen, wenn es nicht drunter geht, einfach irgendwann bis zu einer großen angelegten Durchimpfung in der Bevölkerung oder Verimpfung reichen könnten. Der Bundesgesundheitsminister hat darauf hingewiesen, dass er hofft, dass bis Mitte nächsten Jahres breite Impfungen in der Masse stattfinden können. So lange kann aber ein Land nicht mit diesen Maßnahmen arbeiten. Deswegen ist es besser, jetzt klarere Entscheidungen zu treffen, konsequenter zu sein, den Versuch, die Menschen dabei mitzunehmen. Und neben dem Appell an die Eigenverantwortung braucht es auch Leitplanken. Das, was wir heute beschlossen haben, ist alles auch auf der Grundlage der MPK. Denn wir haben gesagt, dass Länder mit hoher Inzidenz, und man kann ja die Inzidenzentwicklung in Deutschland sehen, sie wird von Nord nach Süd deutlich stärker. Auf dieser Grundlage ist es, dass wir da entschieden haben. Ich werde dem Landtag am Dienstag vorschlagen, das, was wir heute beschlossen haben, zur Umsetzung. Der Landtag soll am Dienstag darüber abstimmen, sodass es am Mittwoch, also von Dienstag auf Mittwoch zu 0 Uhr dann greifen würde mit all den Maßnahmen. Entscheidend dabei auch, sie gelten dann bis 5. Januar. Was haben wir heute beschlossen? Neben den bisherigen Bestimmungen haben wir 10 Punkte miteinander vereinbart. Alles steht unter der Überschrift daheimbleiben. Einfach daheimbleiben, Kontakte reduzieren, Kontakte vermeiden und versuchen, keine Ansteckung weiter zu verbreiten. Das ist die Überschrift überall. Was sind die 10 Punkte? Das Erste. Wir rufen den Katastrophenfall erneut aus. Warum? Unabhängig von der Tatsache, dass die Zahlen jetzt höher sind als im Frühjahr, hilft es uns ganz praktisch enorm, indem wir nämlich die gesamte Krankenhaussituation bayernweit besser steuern können. Die Überlast in der einen Region kann dann viel besser verarbeitet werden mit den anderen Regionen, den Krankenhäusern. Es ist eine klar eingespielte Struktur. Hinzu kommt, dass die Finanzierungsfragen innerhalb der kommunalen Familie damit besser geregelt sind und auch bei der denkbaren Verimpfung, die dann ab möglicherweise Ende des Jahres stattfinden kann, bis 15.12. werden ja die Impfzentren fertiggestellt werden können, gibt es dann, was die Frage der Einteilung beispielsweise auch von Ärzten betrifft, eine andere, eine bessere, eine klar geordnete Regelung. Also erstens Katastrophenfall erneut. Zweitens, die Kontakte müssen runter.
weil die Kontakte runter müssen. Und weil die Zahlen heute höher sind als im Frühjahr im Endeffekt, werden wir eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern vorschlagen. Allgemeine Ausgangsbeschränkung ist nahezu gleich wie im Frühjahr. Das heißt, nur aus triftigen Grund rausgehen. Das ist zum Beispiel Arbeit, Medizin natürlich, Bildung wie Schule, Einkaufen oder eben auch zum Beispiel familiäre Angelegenheiten. Nur aus triftigen Grund rausgehen. Im Frühjahr übrigens war vergleichbar, da war nur der Unterschied im Frühjahr, dass damals auch die Geschäfte alle geschlossen waren. Bei uns ist die Situation ziemlich ähnlich wie im Frühjahr. Zusätzlich zu der Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern werden in den Hotspots ab 200 ab 21 Uhr bis 5 Uhr eine Ausgangssperre machen. Dies gleicht sich sehr an das, was Baden-Württemberg vorgeschlagen hat. Wir halten es für richtig. Dort wird dann sozusagen ab 21 Uhr bis 5 Uhr in den Hotspots ab 200, ist das auch noch mal ganz bewusster zu allen möglichen Zusammenkünften einfach eine gewisse Eindämmung zu erreichen. Für beide Fälle gilt, das bisherige Kontaktmanagement bleibt. 2 Haushalte, maximal 5 Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht. Das bleibt. Eine Ausnahme gibt es in dem gesamten Monat Dezember nur für die Zeit an Weihnachten, von 23. bis 26. Dezember. Bayern ist ein christlich geprägtes Familienland. In dieser Zeit ist uns wichtig, dass wir Familie feiern können, aber auch damit Verantwortung. An dem Tag beispielsweise am Heiligabend selber wurde auch bei der Ausgangssperre zum Beispiel für die Christmesse eine Ausnahme gemacht, logischerweise. Diese Ausnahme der Mehrpersonen gilt nur für Weihnachten, nicht für Silvester. Wir haben uns ausdrücklich noch mal überlegt und abgewogen. Weihnachten ist das Fest der Familie, Silvester ist das Fest mehr der Freunde und der Party. Das muss in diesem Jahr leider in kleinerem Kreis stattfinden, in der genauen Regelung. Maximal 5 Personen, 2 Haushalte, Kinder ausgenommen. Viertens, Schule. Wir haben uns das mit der Schule noch mal sehr genau überlegt und haben auch sehr differenziert argumentiert. Wir glauben, wir haben in der Schule leider bei den älteren Schülern ein höheres Geschehen. Und auch hier ist ein unglaublich hoher Kontaktverkehr. Deswegen haben wir überlegt, was können wir tun. Klar ist, Kita und Klasse 1 bis 7 bleiben unbesehen, auch Förderschulen. Aber wir ändern einiges. Wir wechseln ab Mittwoch komplett in den Distanzunterricht. Also keine Präsenz mehr für alle Berufsschulen in Bayern. Und in den Hotspots ab 200, ab der 8. Klasse. Also ab Mittwoch dann in keiner Berufsschule mehr Präsenzunterricht und in den Hotspots ab 200 auch ab der 8. Klasse. Darüber hinaus wird ab Mittwoch in allen Klassen in Bayern ab der 8. Klasse, allen, unabhängig von der Inzidenz, Wechselunterricht stattfinden. Wir machen es deswegen, weil wir damit insgesamt die Kontakte deutlich reduzieren können. Das betrifft ungefähr 550.000 Schüler, ungefähr ein Drittel der Schüler. Damit werden massiv Kontakte reduziert. Das Infektionsgeschehen ist bei den älteren Schülern. Und wichtig dabei auch, es entzerrt auch die Situation deutlich im ÖPNV, zwar deutlich. Einzige Ausnahme übrigens noch, das sind die unmittelbare Abschlussklasse, die im nächsten Jahr ihre Abiturprüfung schreiben. Dort muss auch die Möglichkeit sein, noch Prüfung geschrieben zu werden. Wie es nach den Ferien weitergeht, sehen wir dann, wie die Infektionslage ist. Fünftens, Geschäfte. Wir haben auch darüber geredet. Es war uns aber klar, dass insbesondere deswegen, weil es auch keine Entschädigungsleistung des Bundes geben kann, die Geschäfte offen bleiben. Aber wir werden noch mal sehr deutlich darauf hinweisen, dass die 20 Quadratmeter Regel bei den größeren Geschäften ab 800 Quadratmeter, also den Malls, den Einkaufszentren, den großen Supermärkten, besser überwacht werden muss. Die Rückmeldungen aus dem Land bislang sind so, dass es einige gibt, die das sehr gut eingehalten haben. Aber viele Rückmeldungen, die wir bekommen haben über das Wochenende, war, dass es nicht in der gleichen Weise war wie im Frühjahr. Darauf muss hingewirkt werden durch entsprechende Kontrollen, Gespräche auch mit den entsprechenden Verbänden. Klar ist auch, wir wollen auch keine Gruppenbildungen in Städten haben, einkaufen ja. Deswegen wird Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen künftig ausgeschlossen. Sechstens, der Grenzverkehr. Wir haben erlebt gerade in Bayern, dass der Grenzverkehr eine Herausforderung ist.
Die Grenze soll offen bleiben, das ist das gemeinschaftliche europäische Ziel, aber wir müssen hier auch Einschränkungen vornehmen. Der sogenannte kleine Grenzverkehr, wird ausgesetzt. Was bedeutet das? Nicht für Pendler oder Familien ersten und zweiten Grades, dort kann man die Grenze überqueren, ohne einen Test oder eine Quarantäne zu brauchen, aber bei allem anderen muss dann ein entsprechender Test vorliegen, ein negativer Test, oder in die Quarantäne gegangen werden. Dies trifft insbesondere Einkaufen, Freizeit und alles andere zu. Also wir schränken den kleinen Grenzverkehr ein und reduzieren das. Einer der Hauptgründe im Eintrag, auch über die Grenze, merkt man aber bei dem einen oder anderen Pendler, insbesondere im Bereich der Pflege. Damit bin ich bei Punkt 7. Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, die sind zum Teil Hotspots in den Hotspots. Und da finden zum Teil Tragödien statt. Die höchste Zahl der Todesfälle findet hier statt. Deswegen werden wir uns dem Thema nochmal ganz bewusst und ganz konzentriert widmen. Wir haben auch nochmal das Gesundheitsministerium wahrgenommen, die Heimaufsicht sehr massiv wahrzunehmen. Drei Dinge werden jetzt hier nochmal präzisiert. Erstens Besucher. Einer pro Tag, getestet und mit FFP2-Maske. Mitarbeiter müssen zweimal die Woche einen Test ablegen. Zweimal die Woche. Und alle natürlich mit FFP2-Masken. Das sollen übrigens nicht nur Schnelltests sein. Wir setzen hier auch auf PCR-Tests, weil die noch mehr Sicherheit bieten. Und was wichtig ist, bei entsprechenden Infektionen, wir haben das zum Beispiel in Passau und anderswo erlebt, dass es eine der Haupteintragsquellen ist, auch für die Inzidenz. Bei entsprechendem Ausbruch von Erkrankungen sollte, soweit es möglich ist, auch hier hilft dann der KFAL, die Abverlegung stattfinden oder die Verlegung in entsprechende Quarantäne-Reha-Einrichtungen, die dann dort stattfinden können, um das Infektionsgeschehen zu reduzieren. Bei Krankenhäusern übrigens werden wir auch für die Besucher eine Verpflichtung vorschlagen für die FFP2-Maske. Achtens, die Gesundheitsämter, das ist etwas Kleineres, aber Wichtiges, werden jetzt einheitlich angewiesen, eine einheitliche Software zu verwenden, die vom Bund gestellt wird. Neuntens, es gibt die klare Verpflichtung, in allen Hotspots Bundeswehr und Polizei anzufordern, um die Nachverfolgung zu gewährleisten. Die Argumentation, die Nachverfolgung der Gesundheitsämter sei in der Höhe nicht mehr leistbar, wird damit klar geregelt. Es wird entsprechendes Personal angefordert. Und zehntens und letztens, wir appellieren an alle Arbeitgeber, Homeoffice zu machen, wo es nur geht. Und auch über die Weihnachtsferien so viel Freiheit wie möglich zu schaffen, dass auch da alle daheim bleiben können. Für den Staat selber, wir werden noch einmal unsere gesamte Homeoffice-Quote deutlich erhöhen. Und wir werden dafür sorgen, dass die Präsenz in den Behörden über die Weihnachts- und Neujahrszeit, soweit es geht, reduziert wird. Ausnahme natürlich ist Polizei und alles, was systemrelevant ist, wie Gesundheitsdienste und Gesundheitsämter und alle diese Fragen. 10 Punkte. Wichtig ist vor allem, dass immer die Überschrift Kontakte reduzieren, daheim bleiben. Ich weiß, das sind Entbehrungen erneut, immer wieder. So geht es nicht nur den Bayern, so geht es der Welt. Corona lässt einfach nicht locker. Wir aber auch nicht. Wir geben uns diesem Virus nicht geschlagen, sondern wir reagieren. Es sind mehr infiziert als im Frühjahr. Deswegen müssen wir in ähnlicher Weise reagieren. Wir haben schon einmal erfolgreich diese Herausforderung bestanden und getrotzt. Wir müssen nicht alles gleich machen, aber vieles ähnlich. Es hat auch gewirkt. Und es ist sinnvoll, dies jetzt auch vor Weihnachten zu tun. Es gibt die eine oder andere Empfehlung, die sagt, lasst uns über Weihnachten, Neujahr dann einfach alles machen. Das ist mir zu spät. Das ist uns zu spät. Wir brauchen jetzt Entscheidungen, um das Level zu senken und vielleicht irgendwann wieder die Hoffnung zu vermitteln, dass ab Januar das eine oder andere besser werden könnte. Wir werden sehen, ob es dann soweit ist. Klar ist, die Ferien werden eine große Herausforderung und für diese Ferien vorbereitet zu sein und auch die Zahl der Todesfälle zu reduzieren, ist das Gebot der Stunde. Jetzt handeln, nicht warten. Es gibt Hoffnung, das sind der Impfstoff. Wir bereiten uns akribisch genau vor auf die Impfzentren. Aber jeder muss wissen, das ist kein Zaubertrank oder Wundermittel, wo über Nacht alle Probleme gelöst sind. Es wird noch eine Menge rechtlicher Fragen geben, die es in diesem Zusammenhang zu lösen gilt. Nicht nur, wer dran ist, geimpft zu werden,
sondern auch die Frage, wie geht man damit um, wenn jemand geimpft ist, wie werden die allgemeinen Regeln angewandt. Und bei der Debattenkultur, die wir derzeit in Deutschland haben, wo alles grundlegend einmal herausgefordert wird, wird es nicht einfach sein. Trotzdem, das ist sicher eine Hoffnung, es ist ein Lichtblick. Aber es ist kein grelles Scheinwerferlicht, auf das wir zulaufen. Das muss jedem klar sein. Jedenfalls, wir sind der Überzeugung, wie gesagt, nochmal Dankeschön an allen, die heute mitgewirkt haben, dass es besser ist, konsequent und klar zu handeln, als einfach zu warten und zu hoffen, es wird nur besser. Hoffnung ist gut, Handeln ist besser. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats Bayern einfach um Verständnis. Wir sind stärker betroffen als der Rest in Deutschland und die meisten anderen Länder, also müssen wir auch mehr tun. Kann man nicht einfach zuschauen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Das hat sicherlich was mit Grenzen zu tun, aber nicht nur. Deswegen mein Bitte, dass wir uns nicht nur an die Regeln halten. Jeder kann sogar ein bisschen mehr tun, aber wir brauchen umgekehrt auch Leitplanken. Wir behalten die Nerven, wir behalten die Ruhe und wir gehen unseren Weg in der Hoffnung, dass das auch Impulse hat. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, wir werden wahrscheinlich noch einmal eine Ministerpräsidentenkonferenz vor Weihnachten brauchen, in der wir uns auch noch einmal klarer unterhalten, was an Weihnachten und Neujahr stattfindet. Denn ich denke, den meisten geht es so wie mir. In Deutschland ist es auch so, die Zahl derer, die nach konsequenteren Maßnahmen denkt, wächst. Und ich glaube, wir sollten auch die Sorgen derer aufnehmen, mitnehmen und dann umsetzen. Vielen Dank. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist unser gemeinsames Ziel, im Januar nächsten Jahres wieder grünes Licht geben zu können für viele Dinge, die wir bisher nicht zulassen können, dass wir wieder Öffnungen in Bereichen uns erlauben können, wo heute die Virologen sagen, das geht nicht. Wir alle freuen uns wieder, in eine Gaststätte gehen zu können, zum Skifahren gehen zu können, in einem Hotel übernachten zu können. All das ist derzeit untersagt und all das geht nur, wenn die Zahlen wieder besser werden. Wir haben in den letzten Wochen Gott sei Dank gesehen, dass der R-Wert unter 1 ist, das heißt, ein Infizierter infiziert eigentlich weniger als einen, deshalb müsste es schön langsam zurückgehen. Wir sehen aber parallel, dass die Belegungszahlen in den Krankenhäusern noch deutlich zunehmen. Allein in den letzten 4 Wochen hier eine deutliche Steigerung, in etwa eine Verdoppelung. Und es ist unser Ziel, dass uns einfach diese Zahl nicht aus dem Ruder läuft. Denn bei all den Debatten über Infektionszahlen und Falschpositive und was so alles gesagt wird, lasst nicht aus, wenn wir sehen, die Krankenhausbetten sind voll und es werden jetzt bereits schon wieder Operationen verschoben in anderen Bereichen. Und darunter müssen wir leiden, darunter muss am Ende ein Patient leiden, der gar nichts dafür kann. Deshalb jetzt die Frage, wie nutzen wir jetzt die vor uns liegenden 4 Wochen bis in die erste Januarwoche hinein, um die Zahlen in den Griff zu bekommen? Und dabei sind wir der Überzeugung, dass wir vor allem im privaten Bereich noch genauer hinschauen müssen. Es sind viele Wirtschaftsbereiche, wie gesagt, bisher geschlossen. Wir haben im Einzelhandel jetzt diese Reglementierung mit den 10 Quadratmeter pro Person für die 800 ersten Quadratmeter und dann 20 weitere Quadratmeter für einen weiteren Kunden. Ich bitte auch die Händler, hier genau hinzuschauen, damit hier nicht politisch nachjustiert werden muss. Es ist immer wieder politischer Druck da, zu sagen, wir müssten dort besser einschränken. Bitte schaut auch im eigenen Interesse, dass in den Läden nicht mehr Leute sind wie zugelassen, damit hier die Politik nicht zu weiteren Handlungen gezwungen ist. Wir sehen aber parallel auch, dass sehr viele Zahlen an Infektionen, besonders im Alten- und Krankenpflegebereich, auftreten. Hier müssen wir noch genauer hinschauen. Hier muss die Teststrategie sich noch mehr auf diese Hotspots konzentrieren, dass wirklich das Pflegepersonal sehr dicht getestet wird, dass keine Besuche reinkommen, die dort eine Infektion einschleppen. Also bitte schön die FFP2-Maske, die es mittlerweile auch im Markt in größerer Zahl gibt, auch aufzusetzen, anders kommt man nicht mehr rein. Und eben diese Tests hier zu konzentrieren, weil wir ein Drittel bis
die Hälfte der Fälle in vielen Landkreisen genau dieser Ursache zuordnen können. Und es ist am Ende fatal, wenn wir Möbelhäuser schließen müssten oder nicht mehr Skifahren dürfen, weil Infektionen in Altenpflegeeinrichtungen eingeschleppt werden. Also hier ganz genau hinzuschauen. Ich bin, wie gesagt, froh, dass wir im Bereich der Wirtschaft nicht weiter nachjustieren mussten. Es ist ohnehin so, dass hier sehr viel Steuergeld mittlerweile eingesetzt wird und ja, wir auch zunehmend von Berlin jetzt, ich will gar nicht sagen enttäuscht sind, aber einen schnelleren Zeitplan uns wünschen würden, wenn die Bearbeitungssoftware für die Novemberhilfe immer noch nicht da ist, wenn hier vieles noch in der Zeitschiene in den Januar hineingeschoben wird, dann kann das für die Betriebe, kann für die Unternehmen und kann auch für mich als Wirtschaftsminister das nicht zufriedenstellend sein. Und es wäre dann fatal, wenn wir in den Januar hinein ja wirtschaftliche Schließungen verkünden müssen und haben noch nicht mal die Novemberhilfe ausbezahlt, abgesehen von den Abschlagszahlungen. Also hier muss auch Berlin noch besser werden. Und ich glaube, dass wirklich jeder Einzelne jetzt gefordert ist, diese 4 Wochen auch aus seiner persönlichen Sicht zu beleuchten. Was kann er, was kann sie persönlich wirklich tun, um die Kontakte zu reduzieren? Und da ist leider Gottes auch ja, die Silvesterparty heuer für ja, für Bayern, für Deutschland ins Wasser gefallen. Es heißt also, sich hier wirklich nur in der Familie zu treffen, im kleinsten Kreise zu treffen und eben nicht in größerem Stil fremde Leute einzuladen, in der Hoffnung, es wird schon nichts passieren. Denn wenn uns an Silvester Dinge aus dem Ruder laufen, steht die Gefahr im Raum, dass wir im Januar in der Wirtschaft weitere Schließungen vornehmen müssten. Das wäre fatal. Also deshalb bitte die Akzeptanz und bitte das Einsehen, die nächsten 4 Wochen persönlich die Kontakte zu reduzieren. Man kann weiterhin rausgehen, man kann an die frische Luft gehen, man kann Einzelsport betreiben, man kann spazieren gehen, man kann mit der Familie rausgehen, man kann sich auch mit ein paar Leuten treffen, aber eben nicht im großen Stil. Und in den Hotspots wird noch mal etwas genauer hingeschaut, dass eben nicht abends nach 21 Uhr größere Gruppen dann rumstehen und eben sagen, wird uns schon niemand sehen und am Ende damit die Zahlen nach oben getrieben werden. Also eine Situation, die ich so bewerten will, wir haben die Lage noch im Griff, aber wenn es schlimmer wird, wird es als erstes bei den Krankenhäusern die Einschläge geben. Operationen werden heute schon verschoben, wie gesagt, das müssen wir uns immer vor Augen haben. Und bitte die Akzeptanz für diese Maßnahmen unter dieser Rubrik zu sehen, dass wir im Gesundheitsbereich keine unnötigen Risiken eingehen, aber jetzt noch genauer auf den privaten Bereich schauen und auf die Hotspots im Pflegebereich und dort wirklich die jetzigen Infektionszahlen noch deutlich zurückdrängen. Denn wenn wir dort eine deutliche Reserve haben, um mit den Zahlen runterzukommen, müssen wir das jetzt tun.